Heute geht es um das Ultra Pro Collectors Album, das wir hier vor uns liegen haben. Und welche Schätze und Raritäten sich in diesem Ordner befinden, das erfahrt ihr nach dem Intro. Hallöchen zusammen und willkommen zu einem weiteren Sammelkartencheck. Wir haben heute einen in Zahlen, in Worten auch 5000 Euro teuren Binder hier zu liegen. Weit über 5000 Euro, also fast schon auf die 6000 Euro zugehend. Und es handelt sich um GX-Karten. Ja, das ist ein GX-Binder. Ich habe allerdings, wie bereits in der Community-Funktion angekündigt, auch einen modernen Binder noch in Arbeit, der dann eben sich ein bisschen um Arc 5 dreht. Allerdings ist es halt wirklich schwierig, damit so Synchro, Xyz und Pendel und Zauberfalle, Monsterritual. Also das ist so vielfältig. Es ist schwierig, da eine gewisse Gleichmäßigkeit reinzukriegen, aber dennoch irgendwie alles drin zu haben. Versteht ihr, was ich meine? Gut. Wichtig zu wissen, es gab letztens einen Kommentar, auf den ich ganz kurz eingehen möchte. Da meinte jemand, ich weiß es gerade nicht mehr, wer es war, die Werte mit der Karte, die ich angebe, seien falsch. Der hat erstmal ein Video kommentiert, das über ein Jahr alt ist. Meinte aber auch, dass er bei aktuelleren Videos so. Also ich schaue wirklich jede einzelne Karte auf Market nach. Jeden Zustand, jede Auflage, Sprache etc. PPA. Wie mache ich das? Ganz einfach. Jeder, also tut mir jetzt erstmal leid für das längere Vorwort, aber es muss einfach sein. Jeder wertet Card Market anders. Ja? Manche Leute schauen einfach bloß, okay, Sprache, Rarität passt und die erste Karte, die da in der jeweiligen Auflage gefunden wird, die ist es dann. Manche sagen, okay, der eine bietet jetzt die Karte hier für 50 Euro an, aber wenn der weg ist, dann geht schon die nächste 200. Also nehme ich 200 als Berechnung. Und manch andere, das sind dann so Menschen wie ich zum Beispiel, die sagen, okay, ich schaue auf die Auflage, ich schaue auf die Sprache und ich gucke, aus welchem Land der Händler kommt. Ich bewerte Schweiz, Österreich und Deutschland. Alles andere ist nicht. Wenn jemand eine Karte hat, sag mal, die geht auf Deutsch First 50 Euro und der verkauft die aus, keine Ahnung, Slowenien und danach kommt eine deutsche First für 200, dann nehme ich die 200 als Wert, weil der kommt aus Deutschland. So. Also bevor man irgendeinen Stuss labert und da irgendwelche Behauptungen aufstellt, die man dann am Ende argumentativ eh nicht untermauern kann, einfach sich den Kommentar sparen. So, jetzt wollen wir uns das Ganze hier aber angucken. Jetzt habe ich fast 3 Minuten voll gelabert. Ja, ich würde sagen, wir starten dann schon mal mit der ersten Seite. Genau, ich musste mich bloß ein bisschen umpositionieren. Ich war vorher hinten gesessen, bevor das Intro losging. Das sind ja 2 Videotapes, die ich mache. Jetzt kommt das Licht von vorne, das heißt, oben spiegelt es ein bisschen, aber es war anders einfach nicht umzusetzen, weil wegen Platz und bäh. Genau, aber ich denke, man erkennt alles. Wir haben hier Armetal, das Chaos-Phantom. Wir haben 2 Playsets in Secret Rare, davon 4 Stück First, 2 unlimitiert, aus Ancient Prophecy, glaube ich. Da werden einige von euch zu Recht sagen, ja, aber das ist doch ein 5D-Set, eines der ersten 5D-Sets. Ja, aber die Karte kommt halt aus GX, ne? Falls ihr euch erinnert, das ist die Fusion aus den Heiligen Drei Ungeheuern und die war dann, als das Ganze mit Jubel in der Serie losging, doch sehr, sehr präsent und wichtig. Wir haben auch eine sehr zentrale Rolle gespielt. Und genau in der Mitte haben wir dann ein Duelist-Saga-Set. Es ist so, ich wollte unbedingt auch noch modernere Prints drin haben. Natürlich gibt es die Karte aus der Legendary Collection GX in normalem Ultra Rare und die ist natürlich dann noch älter und wertiger, aber ich wollte bewusst einige neue Prints drin haben. Die sind nur hier und da mal vereinzelt gestreut. Am Anfang ein paar und dann am Ende wieder. Genau. Interessant ist übrigens, früher war es so, noch vor einigen Jahren, dass die Ultra Rare Version aus der Legendary Collection GX wesentlich teurer war als die Original Secret Rare Version. Mittlerweile ist das erstmal umgekehrt und zweitens ist die Secret Rare Variante richtig in die Höhe geschossen. Ich will jetzt hier keine genaue Zahl nennen, was daran liegt, dass ich sie vergessen habe. Ich weiß nur, dass ich gestern noch relativ erstaunt war. Dasselbe gilt auch für einige Ultimate Elementarhelden, die früher wirklich billig waren und heute also ins Dreistellige gehen. Ja, das könnt ihr euch aber dann aber selber nachgucken, Leute. Fleißig sein, ihr wisst schon. Gut, also Armetal, das Chaos-Phantom hätten wir dann abgehakt. Jetzt gehen wir weiter zu den Karten, aus denen das Monster fusioniert wird. Und wir haben hier die heiligen 3 Ungeheuer. Bevor ich jetzt aber auf die Ungeheuer an sich und meine Meinung dazu eingehe, ja, Entschuldigung für das Wackeln,
möchte ich erstmal auf die Sets eingehen, die wir haben. Wir haben hier auf der linken Seite ein komplettes, also drei komplette Secret Rare Sets aus der Collection 10-3 Serie, sage ich mal. Und auf der linken Seite, auf der linken Seite, also auf der, blablabla. Auf der rechten Seite haben wir zwei komplette Sets in Ultimate Rare und unten ein komplettes Set in Ultra Rare aus dem Originalset Shadow of Infinities, wo ja auch Raviel das Covermonster war. Jetzt kommen wir zu einer kleinen House of Cards Geschichte, oder? Kommen wir. Die Zeit haben wir, oder? Dieser Raviel hier, exakt dieser, den ich hier gerade versuche rauszunehmen, und nur dieser und kein anderer als nur dieser, ist die erste Karte gewesen, die ich nach meinem Wiedereinstieg in Yu-Gi-Oh! Vor 5 Jahren in etwa, 5, 6 Jahre ist es jetzt her, das war die erste Karte, die ich mir dann bestellt habe. Ja, die habe ich mir dann im Internet bestellt auf gwindi.de, total überteuert für, ich glaube, 45 Euro oder so. Aber ich war glücklich, weil das war meine Lieblingskarte und sie war Ultimate, eine meiner Lieblingsraritäten, und es war toll. Es war einfach toll. So muss das sein, Leute. Richtig nice. Genau, auf der anderen Seite geht es dann weiter. Da haben wir hier ein paar Mischsets. Wir haben oben ein Set aus der Legendary Collection 2 in Ami. Und nein, ich mag kein Ami. Ich bin kein Ami-Fan und ich kann es auch nicht nachvollziehen. Ich persönlich finde unsere Karten wesentlich schöner. Auch bei den Secret Rares, wo ja immer dieses feine Secret so gefeiert wird. Ich will was von dem Effekt sehen. Und ich finde, unser Secret Rare ist eigentlich das Optimale. Aber es gibt viele Ami-Fans, können sie auch gerne sein. Ich wollte das nur klarstellen. Bei dem Set haben wir was ganz Besonderes. Zum einen haben wir hier Raviel aus dem Originalset. Das ist so ein Mischset, so ein Resteset. Harmon aus der Legendary Collection. Jetzt kommen wir zu dem Dude. Der geht 75 Euro. Was? 75 Euro, werdet ihr euch denken. In Ultra Rare. Gibt's ja gar nicht. Doch, gibt's. Und zwar kommt diese Karte hier aus. Ihr seht, Dark Revolution 4. Und Dark Revolution 4 Karten sind extrem teuer. Das war wieder so USA-exklusiver Stuff. Ich habe einige Karten aus dem Set und die sind alle teuer. Wirklich, die sind alle teuer. Das ist, gibt ganz wenige, die bezahlbar sind. So für einen kleinen Geldbeutel, sag ich mal. Hier und da vielleicht mal eine Super Rare oder so, die keinen interessiert, in Anführungszeichen. Aber so wirklich diese relevanten Karten aus dem Set, die sind brutal teuer. Und wie gesagt, da gibt es nur 3 Stück auf Market von der. Und ja, schon krass. Und hier unten haben wir nochmal ein Set aus der Legendary Collection auf Deutsch. Was ich sagen muss, das ist eine Sache, die hat das Ami-Set hier oben im Deutschen voraus. Es ist von der Qualität her besser. Ja, von der Drucke. Die haben im Allgemeinen so ein matteres Finish, das mag ich gar nicht mal so. Die hier schillern mehr, das finde ich cool. Aber die Sache ist, die hier sind wertiger vom ganzen Material her. Die Legendary Collection Varianten sind sehr schnell kaputt. Also es ist wirklich so, dass wenn man die bloß schief anschaut, dann kriegen die so einen Silberrand, ja? Oder Schlimmeres. Die nicht, also überhaupt nicht. Auf der rechten Seite haben wir jetzt, wie gesagt, ein bisschen was Moderneres. Das sind alles Dual-Saga-Sets, also 3 Stück an der Zahl. Ich habe sogar noch mehr hier rumliegen, aber ich wollte jetzt nicht mehr als eine Seite Dual-Saga machen. Dual-Saga, für die Leute, die es vielleicht nicht kennen, die vielleicht neu in Yu-Gi-Oh! Sind, mich hier jetzt das erste Mal sehen, whatever, ist eine Sache. Das wurde so ein bisschen aus Japan importiert, wenn man möchte. Die haben in Japan das Pendant zu unserem Duelist Saga, war dort das erste 20th Anniversary Set, das rauskam. Dort hatten die auch viele dieser Karten bei sich im Set. Jetzt die Heiligen Ungeheuer glaube ich nicht, aber auch den Chaos Imperator dran und so weiter. Und zwar war da nicht jede Karte Holo, aber jede Karte, auch die Kamens, hatte diese Parallelstreifen. Allerdings über die komplette Karte. Da gab es dann auch Ghost und so weiter und so fort. Das ist jetzt aber nicht das Thema. Wir schauen mal kurz hier uns den Harmon an. Ich will euch nur mal schnell diesen Effekt zeigen, wenn ich ihn dann einfangen kann. Ich hoffe es, weil... Ja, dann machen wir kurz die Folie hier weg. Vielleicht geht es dann besser. Ah, beim ersten Tape, wo ich noch hinten war, also wo ich noch auf der anderen Seite saß, da kam das Licht nämlich von hinten. Da sah das richtig gut aus. Aber ich konnte das einfach nicht nehmen. Das war scheiße. Ja, hier seht ihr vielleicht hier, seht ihr das, wie dieses dieser Streifen hier mal hoch und runter geht. Das sind eben diese parallelen Streifen. Ja? Und das ist eben das Duelist Saga Ultra. So für Zwischenset mal eine nette Idee, aber nichts, was mich vom Hocker haut. Wenn sie schon was Neues machen, dann mal bitte Collectors Rare oder so. So richtig geile Sachen aus. Oder Colored Ultra Rare oder irgendwie so ein Zeug. Gold Millennium Rare, allgemein Millennium Rare oder so. So einfach mal gut. Hier haben wir jetzt auf jeden Fall eine Menge Asche auf der Seite liegen. Wir haben hier ist ein bisschen, also wir fangen mal mit den weniger teuren Sachen an, mit den Regenbogen Finsternisdrachen. Wir haben hier
ein bisschen Mischmasch. Also wir haben oben zwei Stücke aus Phantom Darkness, unlimitiert, klar, in der Mitte einen aus der Legendary Collection GX und hier zwei neuere Prints, nämlich die Regenbogen Finsternis Drachen aus BLLR. Und ich muss sagen, ich finde, vor allen Dingen bei den Ultra Rares, die Tatsache, dass die Sternchen hier glitzern, cool. Finde ich nice. Das sieht bei Ultra Rares so geil aus. Bei Secrets und Supers ist das so ein bisschen, aber die Ultras veredelt es doch ein bisschen, muss man einfach sagen. Dann auf der rechten Seite habe ich hier tatsächlich vier Stück in First aus Phantom Darkness, also Secret. Da habe ich einige von Erik und so weiter und so fort. Und es ist tatsächlich so, die gehen nicht so viel. Die gehen 20, 30 Euro. Das ist der Regenbogendrache selber wesentlich teurer. Egal, ob es jetzt die Secret ist aus dem Originalset oder aus der Tin. Und oder eben hier die Ghost, ne? Gibt es übrigens auch im OCG in Ulti, ne? Aus dem Set Tactical Evolution. Wir haben hier die neuen Ghosts. Ich hatte insgesamt 10, eine habe ich dann verkauft, weil ich brauche plus 9. War ein netter finanzieller Schub. Die ist nämlich für richtig was weggegangen, sogar weit über Market. Aber nicht, weil ich so unverschämt teuer war. Ich habe sie für einen Untermarketpreis auf eBay gestellt und die ist in die Höhe gegangen. Alter, leck mich am Arsch, das war richtig hart. Die sind bis auf zwei Stück alle Deutsch und alle First. Alle, ja. Ich hole mal hier einen raus, damit wir uns den hier mal ordentlich angucken können. Ja. Regenbogen, Drachen, Ghost. Ich muss sagen, die Aufnahmen an sich so waren jetzt beim ersten Take ein bisschen besser, weil das Licht, wie gesagt, von hinten kam. Da konnte ich die Effekte besser einfangen. Geht auch von hier, weil ich auch noch Licht von der Seite habe. Aber es ist einfach, wisst ihr, ich habe hier meine Koffer und auf die lege ich dann diese Matte, diese Gummimatte hier, ja. Und die hängt dann an das, und das sieht dann echt scheiße aus. Also Leute, echt scheiße. Ich muss das hier auf meinem Bett machen, weil auch auf meinem Schreibtisch, ich habe nicht genug Platz. Das ist richtig breit und da muss ich mir vielleicht mal softboxen. Ja, bitte redet mich nicht mehr softboxen, weil sie kommen irgendwann. Versprochen, aber jetzt noch nicht. Jetzt habe ich erstmal neue Kamera, neues Intro und das hat schon genug Geld gekostet. Jetzt warten wir mal bis Ende des Jahres. Jedenfalls, ich glaube, ein Regenbogendrache Ghost Deutsch geht momentan so 120 Euro das Stück. Also wir haben schon fast 1000 Euro auf der Seite hier. Und ja, was soll ich sagen, ist eigentlich noch billig. Zu Bestzeiten ging der mal 250 das Stück. Ja? Und wenn der jetzt immer noch so viel gehen würde, würden wir unserem ersten Ordner mit 12.000 Euro pro, der 12.000 Euro gekostet hat, doch schon sehr nahe kommen. Oder zumindest etwas näher. Wir gehen aber direkt weiter zum nächst teureren und das ist erstmal auf der linken Seite die aufgegebene Seite. Wir haben hier vier Stück in Ultra Rare aus TWED. Das waren die Promos und dann eben fünf Ghosts. Eine ist unlimitiert, das ist die hier, die anderen vier sind First, alle vier sind Deutsch. Alle fünf. Ja, aber aufrichtig ist es so, ich finde halt, Ghost passt nicht. Also Secret und Ultra, wunderschön, Ghost passt nicht, weil einfach der Effekt, hier sieht man es gerade ein bisschen besser unten, wenn ich die Hand so hinhalte. Aber an und für sich, ich kann das auch gern mal demonstrieren und jetzt sieht es wahrscheinlich gleich gut aus, weil wegen Vorführeffekt. So, seht ihr das? Den Ghost-Ray-Effekt einzufangen, das ist sowas von schwer. Die Karte ist einfach nicht gemacht für Ghost-Ray, ja. Ich kann verstehen, dass man versucht hat, sie als Ghost Rare zu machen, weil sie halt doch schon episch aussieht. Aber es ist einfach nicht dafür gemacht, eine Ghost Rare zu sein. Ja, es tut mir leid, aber eine Ultra, ja. Secret, ja. Ulti, mega. Ich habe die aus Japan in Ulti. Sieht Bombe aus, Leute. Bombe, wirklich 1A. Wir machen auch mal einen OCG-Ordner. Aber das ist einfach, naja, lassen wir es. Jedenfalls geht es dann auf der rechten Seite weiter. Da haben wir 5x Regenbogen-Neos. Ja, vier Stück First, ein unlimitiert wieder. Ich glaube, einer ist Englisch, die anderen sind Deutsch und dann haben wir hier den niederträchtigen Regenbogendrachen. Niederträchtiger Regenbogendrache ist auch eine richtig schöne Karte. Jetzt werdet ihr euch aber sagen, aber Julian, die Karte kommt doch oder ist doch so eine aus so einem Anime-exklusiven Pack von dem Anime Beyond the Time, bla 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 blub. Und das war doch 5Ds Zeit und ja, klar, sie kamen, ich glaube, zu der Zeit raus, wo gerade 5Ds aktuell war. Zumindest waren da die ganzen Protagonisten, also Yugi, Jaden und eben Yusei. Und, aber es ist einfach der Regenbogendrache, Leute, ja. In dem Film war es ja so, dass der Film ging, glaube ich, bloß eine Dreiviertelstunde, wenn ich mich nicht mehr täusche. Ich habe den einmal, glaube ich, gesehen. Und der Film bestand eigentlich nur aus einem Duell, ja. Und der Antagonist hat halt die ganzen Monster von ihm immer genommen und die irgendwie umgewandelt, wenn ich mich richtig erinnere. Also ewig her, dass ich den mal gesehen habe. Ich habe ihn kaum ausgehalten. Ich hasse Japanisch, tut mir leid. Ich kann mir nichts auf Japanisch angucken und auf Englisch habe ich nicht gefunden.
Und genau, und der wurde dann halt zu diesem Niederträchtigen umgewandelt sozusagen. Dementsprechend gehört er für mich da rein, ob der jetzt aus 5Ds kommt oder nicht. Ja, das ist dann egal, das ist wie bei Armetal. Weiter geht's mit, genau, also einmal das 5 Stück Elemental Neos und daneben viermal den Elemental Chaos Neos und da haben wir eine ganz große Besonderheit, und zwar mehr Misprint. Und ja, ich weiß, normalerweise sammle ich keine Misprints, aber es gibt einige wenige Ausnahmen. Eine davon ist die hier. Das hier, meine Freunde, ist nämlich nicht der Regenbogendrache, wie es hier oben steht, sondern es ist eben doch der Elemental Chaos Neos. Es gab zwei Varianten dieser Misprints. Es gab einmal den Chaos Neos mit falschem Namen und es gab einmal den Regenbogendrachen mit dem Artwork vom Chaos Neos. Das heißt, wir haben dann quasi ein Chaos Neos als Effektmonster. Ja, das ist halt noch teurer dann. Also der ist ja schon teuer. Warum ist der teuer? Ja, die sieben Werkzeuge des Banditen und Horn des Himmels und blau und blub. Der Grund, warum die Karte so selten ist und so teuer ist, die geht ja 150 Euro in etwa. Es liegt einfach daran, es ist eine Ghost. Ihr wisst, wie selten Ghosts sind. Und so häufig sind solche Misprints jetzt auch nicht. Ja. Und so ein Misprint bei einer Ghost und dann noch als Erstauflage, also das ist schon eine Hausnummer. Ja, das ist schon eine Hausnummer. Deswegen, ich fand's so cool, ich musste die einfach haben, ja. Vor allen Dingen ist das Misprint, der halt auf den ersten Blick nicht auffällt, das war mir ganz wichtig. So richtige Misprints, wo dann die Hälfte der Karte Ulti ist, dann Ultra und whatever, das gefällt mir nicht. Das mag zwar saumäßig wertvoll sein, aber was habe ich davon, wenn es optisch nicht gut aussieht. Dann haben wir ein paar Elementarhelden. Wir haben Elemental Dark Neos als Playset, Air Neos als Playset und Flair Neos als Playset. Air und Flair, doch reimt sich, was sich reimt, ist immer gut, das wissen wir ja. Und natürlich geht da den Sammlern das Herz auf. Da muss man doch einfach mal gesagt haben. Wir haben hier einen, ich hole den mal raus. Genau, hier haben wir den Air Neos, den Ultimate Rare First Edition aus Storm of Neos, war die Coverkarte. Hier in Storm of Neos war es, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, wurden auch die Secrets wieder eingeführt. Wir haben ja in diesem Ordner eine Flut aus Ultimate Rares, Leute. Wirklich jede. Ich glaube, bei oder in Soul of the Duelist wurden ja die Secrets abgeschafft. Da waren das dann bloß noch so Promo-exklusive Raritäten. Und dann war alles Ulti. Jede Rare, jede Super, jede Ultra war auch eine Ulti. Du hattest also gefühlt, ja, in diesen Sets 20 Ultis drin. Das ist richtig, richtig krass. Und abgesehen von diesen coolen Karten, die auch richtig wertig sind, schaut mal, was Air Neos First auf Deutsch geht. Da haut's euch den Stopsel raus. Auf gut Deutsch, den findet ihr nicht mehr. Jedenfalls, abgesehen von diesen coolen Sachen, gab's halt auch so die größten, also da hat man sich wirklich gedacht, warum ist das eine Ulti? Wieso? Ja. Zum Beispiel haftender Sprengstoff oder wie die Karte heißt. Die größte Random-Karte ever. Dann geht's auf jeden Fall weiter. Wir haben hier ein Playset Elemental Wild Edge, ein Ultimate, dann natürlich Tempest. Tempest, ja. Und den gucken wir uns natürlich auch mal kurz aus der Nähe an. Sehr schöne Karte. Ja, ist ja klar. Gefällt uns doch, oder? Sieht richtig nice aus in Ultimate Rare. Wenn ich so halte, lässt sich der Effekt das einfangen. Genau. Ich habe da noch mehr von denen, die sind dann in den anderen Ordnern. Das ist eigentlich, der Ordner ist eigentlich mehr eine Resterampe als alles andere, ja. Ich habe hier teilweise auch zusammengemixte, das letzte Mal habe ich immer alles Playset-weise, auch in derselben Rarität. Ich habe teilweise Sachen, da ist in der Mitte die eine Karte, links und rechts eine andere Karte oder unterschiedliche Rarität her, also selbes Monster, aber unterschiedliche Rarität. Das ist halt was übergeblieben ist, ja. Sieht aber trotzdem cool aus. Hier unten gibt es noch was Erwähnenswertes. Wir haben hier einen Elementar Held. Shining Flare Wingman, oh Gott, dieses Englisch. Und ja, was ist jetzt an der besonders, werdet ihr euch sagen? Kommt doch nur aus Elemental Energy, klar, cool, aber was ist es? Ne, die kommt aus Dark Revelation 4, genauso wie eben auch der, Uria, genau. Geht nicht ganz so viel wie Uria, aber auch ziemlich teuer. Dann haben wir hier nochmal das ganze Spiel von vorne. Mit dem Unterschied, dass jetzt Wild Edge und Tempest Ultra sind an der Stelle und wir haben hier unten einen glänzenden Flügelmann in Ulti. Die anderen beiden sind wieder Ultra. Dann haben wir hier die etwas weniger beliebten Fusionen der Elementarhelden, nämlich Rampant Blaster, Steam Healer und Storm Neos. Die sind jetzt nicht so ikonisch, sag ich mal. Ja. Viele mögen die jetzt nicht unbedingt. Es ist übrigens so, dass auch viele der normalen Elementarhelden gar nicht mehr so krass sind. Ja? Es gibt ein paar coole normale Elementarheldenmonster, aber so die, wo da moderner wurden, auch noch alt, aber trotzdem modern. Ach Gott,
was ein Widerspruch in sich. Nein, ihr wisst schon, dieses Elemental Heat Lady und Elemental Stratos und so, die waren halt nicht mehr von der Optik her so ikonisch wie diese alten Sachen. Ich meine, da haben sie sich wirklich Mühe gegeben, ja, auf die Idee auch zu kommen. Da sahen die Monster auch noch wie eine Fusion aus. Das hieß genau, da stecken diese beiden Monster drin. Ja, das sieht man einfach. Und bei den heutigen Fusionsmonstern, da gibt es gar keine richtigen Namen. Ja, hier zwei Drachenmonster, Pfeifendeckel. Das ist halt so eine Sache, das könnten sie eigentlich auch wieder, aber das würde ja das Spiel zu langsam machen. Ja, auf jeden Fall, auf der linken Seite haben wir dann noch ein paar böse Helden. Es gibt noch andere böse Helden und das sind nicht die einzigen. Böse Helden waren gar nie so, ich sag mal, beliebt und ikonisch wie die normalen Helden. Ich hätte es eigentlich rückblickend betrachtet, hätte ich gedacht, doch, hätten sie eigentlich sein müssen, weil böse mag eigentlich jeder. Also die Karten der Antagonisten sind ja meistens beliebter als die der Protagonisten. Jetzt mal Kaiba und Yugi außen vor. Und ja, ist aber hier nicht der Fall. Ne? Auf der rechten Seite haben wir dann Cyber-Enddrachen, Entschuldigung. Drei Stück Ulti, davon eine First, zwei Stück in Ultra Rare, auch Reste Rampe. In meinen anderen Ordnern habe ich wesentlich mehr von denen, mehrere Playsets, auch in Ulti und Ultra. Kraftbündnis, hier oben eine Ulti, unten drei in Ultra. Selbes Spiel, Reste Rampe, ich zeige euch hier trotzdem mal. Auch hier von Naim den Cyber Enddrachen. Sehr schön auf jeden Fall. Auch ziemlich hier, ne? Aber sehr schön. Gehört in jede Sammlung, Freunde. Dann haben wir auf jeden Fall hier noch ein Playset Cyber Phoenix in Ultimate Rare, Cyber Finsternis Horn in Ultimate, hier nochmal Cyber Phoenix in Super Rare, Cyber Laser Drache und Proto Cyber Drache sowie Cyber Barriere Drache in Ulti habe ich zum Saufüttern. Da habe ich so viele von, macht euch da keinen Begriff. Also ich glaube, allein von den beiden jeweils 10 Stück, weil hier Grüße an Erik gehen raus. Ich habe ihn da komplett leer gekauft in der Richtung. Die haben sich auch teilweise im Preis verdoppelt. Ich glaube, einer von denen ging, als ich ihn gekauft habe, 4 Euro. Jetzt geht irgendwas mit 8 Euro das Stück. Sind großteils unlimitiert, weil Erik hat mir nur die Unlimitierten verkauft. Er hatte keinen First. Also die hier sind, wo ein First sind, hier die zwei zum Beispiel, sind nicht von ihm. Der hier wiederum schon. Und ja, sieht auf jeden Fall mega nice. Das ist eine schöne Seite. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Also sieht echt Bombe aus. Da haben wir dasselbe Spiel nochmal in grün. Einziger Unterschied, wir haben hier unten Cybertal aus der Legendary Collection GX. Die gibt es ja nicht in Ulti, da musste ich halt improvisieren. Jetzt kommen wir zu einer Sache, das ist keine Reste-Rampe. Wir haben hier zwei Einbildungs-Unterwäldler. Und das Traurige daran ist, ich habe nur zwei in Ulti. Ja, ich habe nur zwei Einbildungs-Unterwäldler in Ultimate Rare. Das ist richtig sad, also richtig, richtig sad, ja. Sind noch nicht die Originalen aus, oh Gott, wo kam der her? Cyberattack Impact, glaube ich. Gibt es ja auch dort ein Ulti, das ist der OTS Tournament Pack 1 Reprint, sozusagen. Ist aber trotzdem cool, die glaube ich irgendwie 30 Euro das Stück oder so, wenn ich mich nicht täusche. Also wenn ich jetzt hier was Falsches sage, dann habe ich das nicht mehr richtig im Kopf. Gerechnet habe ich das natürlich richtig. Ja, Fluch des Vampirs dann in der Mitte, weil ich habe ja keinen dritten. Ich hätte auch einen Rare reinklopfen können, aber ich wollte nicht suchen. Dann Vanity's Ruler passend dazu, unten drunter war auch mal sehr beliebt. Also natürlich mittlerweile ein bisschen Preis gefallen und unten nochmal Fluch des Vampirs in Ultimate Rare. Ja, dann haben wir hier, witzigerweise, wo jetzt Tragödia drin ist, ja, Tragödia, da war ursprünglich der Austauschfrosch drin, weil ich irgendwie der Meinung war, ja, hier, das ist eine Jax-Karte, war aber eine 5-Fies-Karte, kam aus SOVR und ursprünglich als Kamen und ja. Auf jeden Fall haben wir die Nebelkönige, die wohl unbeliebteste Ultimate Rare aus dem OTS Tournament Pack 2. Die Tragödie gibt es auch in Ultimate Rare, aber ich wollte hier die Ultra aus der Jump nehmen. Sehr schön, die ist aber relativ günstig. Und ich muss sagen, Leute, wenn ihr eine günstige Sammlung wollt, ja, ich höre oft so, ja, ich würde gerne sammeln, aber ich habe kein Geld. Eine Sammlung muss nicht teuer sein, eine Sammlung muss schön sein. Es ist was fürs Auge, es ist das, worauf man Freude haben möchte. Ja. Klar, sage ich jetzt hier mit meinem 5.000-Euro-Ordner. Aber Schönheit und Preis sind manchmal auch miteinander verbunden. Und ich sammle ja sowieso alles aufgrund meines Projekts. Also da kann man mich nicht als Maßstab nehmen, nur falls jetzt irgendeiner auf die Schiene kommt. Ne? Und ich sage, nee, warum? Warum gibt es Sammler, die eher darauf aussehen, was Teures zu haben, als etwas, das gut aussieht? Ja? Die Karte kann aussehen wie der letzte Haufen Scheiße bei den meisten, aber sie geht 500 Euro, also muss man sie haben. Nö, muss man nicht. Warum muss man das?
Denkt ihr vielleicht, das ist so eine Sache, die macht mich wütend, ja? Denkt ihr wirklich, das ist eine finanzielle Absicherung? Für was? Wenn unser Kapitalismus hier kollabiert oder was? Wenn das wirklich passieren würde, ja? Ich meine, ich verstehe gar nicht den Gedanken dahinter, warum man das als Absicherung braucht. Denkt ihr, wenn ihr dann zum Bäcker geht und wollt Brot, dann sagt ihr, hier, Tragödie. Der lacht euch aus. Das ist keine Wert, das ist Pappe. Wir schmeißen unser Geld für Pappe raus, Leute, aber es macht Freude. Ja, ist einfach so. Und teuer ist nicht gleich gut. Und ihr könnt euch mit Jump-Promos, es gibt Jump-Promos, die sehen so geil aus, Tragödie zum Beispiel, die gehen fast nix. Ich habe meine Tragödias für 1 Euro das Stück gekauft. Ja, da könnt ihr euch so tolle Ordner machen. Es muss kein DDS Blue Eyes sein. Ja, es langt auch einer aus dem Starter-Deck. Oder wenn es unbedingt einer in Secret sein muss, dann vielleicht die günstige Variante aus, oh Gott, DOR, glaube ich, oder der japanische aus 15AX. Muss doch nicht sein, oder? Das ist wirklich so eine Sache, da könnte ich kotzen, ganz ehrlich. Diese Argumentation, versteht ihr, was ich meine? Geldanlage. Nix Geldanlage. Gold ist eine Geldanlage. Also, dann haben wir hier oben Finsterer Neftis. Die habe ich auch zum Saufüttern, also ich habe so viele von denen. Die kommen auch aus Phantom Darkness. Sieht übrigens meiner Meinung nach wesentlich geiler aus als der Original Neftis aus Flaming Eternity, glaube ich. Dann der ultimative Tyranno, habe ich auch alle 3 von Erik. Eriks Karten zeichnen sich meistens dadurch aus, dass sie unlimitiert sind, weil er sie sich in großen Massen rankauft, günstig. Ich habe aber auch ein paar in First, die sind allerdings in anderen Ordnern. Dann Finsterer Horus, da gibt es meistens so, ich sag mal so, also von dem habe ich auch 7 oder 8 Stück, ja. Und da gibt es halt häufig Leute, die so sagen, ja, der ist sicher ganz teuer, ich weiß nicht. Warum? Auch wenn ich mich mit Sammlern unterhalte, man kommt auf das Thema Horus. Meistens ist es so, wir kommen auf den Horus Level 8 im Ulti und dann kommt er, mein Gesprächspartner, und das ist mir schon tatsächlich öfter passiert, und sagt, ja, der Finsterer Horus, der ist auch richtig teuer. Ja, richtig, richtig teuer. Nee, eigentlich nicht. Ich glaube, die Karte geht 2,50 € in Ulti. Ich bin jetzt gar nicht sicher, aber irgendwie so in der Richtung. Die ist überhaupt nicht teuer. Keine Ahnung, wie die Leute darauf kommen. Dann haben wir, und das ist richtig nice, Dark World. Dark World, ihr wisst, ich selber bin Metal, Gothic, whatever, nennt ihr wie es wollt, Grofteam, Emo, schlag mich tot. Der Mainstream hat da ja unterschiedliche Wortwahlen dafür. Jedenfalls identifiziere ich mich sehr mit diesem Deck, einfach weil es so schön finster ist. Und weil das einzige Deck ist, das ich damals gespielt habe. Und das ist jetzt hier wieder so ein bisschen Reste hier oben. Ich habe hier 2 Rainbow und Ultra, einen Ulti, und den Ulti möchte ich euch zeigen, weil der ist so schön designt. Ohne Witz. Schaut euch das mal an. Ist das nicht geil? Einfach mal so ein Ulti. Ich habe den auch mal selber gezogen, ja. Das war cool. Meine Mutter, die hatte damals immer Termine in Bad Wörishofen regelmäßig und hat mich immer bei Müllermarkt abgesetzt. Und ich habe dann immer mein ganzes Taschengeld, zwar glaube ich 50 Euro oder so, habe ich in Booster investiert. Ja, und zwar immer so Storm of Nears, Shadows of Infinity. Da waren diese Booster gerade aktuell und ich habe einmal Rainbow in Ultimate, das ist übrigens nicht der hier, Rainbow in Ultimate Rare gezogen. Ich war so glücklich, war der glücklichste Mensch auf Erden. Ihr macht euch keinen Begriff. Jedenfalls haben wir dann hier drüben 2x Bronn in Ultimate Rare. Und hier nochmal einen Ultra aus der Legendary Collection. Dann hier nochmal den Flug des Vampirs in Ultra Rare. Und darunter Arcanema, schlag mich tot die Welt. Ich habe es nicht so mit den römischen Zahlen. Das war ja eins der Bossmonster, glaube ich, von Sartorius. Dem ersten Antagonisten aus GX. Und ja, auf jeden Fall mega nice. Dann geht's weiter mit den geflügelten Kuribo Level 10. Da haben wir hier 4 Stück in Ultra Rare aus Cybernetic Revolution sowie 5-mal Zukunftsfusionen in Ultimate Rare. Ein paar sind First, ein paar unlimitiert für die Zukunftsfusionen. Und auf der rechten Seite haben wir dann 5-mal den geflügelten Kuribo, davon 3 in Ultra, 2 in Ulti und eben 4-mal geflügelter Kuribo aus The Lost Millennium in Super Rare. Ich hole auch nochmal einen geflügelten Kuribo raus. Genau, sehr schöne Karte in Ultimate Rare. Gehört auch in jede Sammlung eigentlich. Wobei, von dem habe ich auch mehr. Ich habe noch einige in First. Es waren 2, die übrig geblieben sind. Deswegen habe ich mir gedacht, haue ich hier rein. Sieht auf jeden Fall wunderschön aus, muss ich sagen. Ja, wobei ich halt ein bisschen unzufrieden mit dem Kontrast bin. Weiß nicht. Aber vielleicht nehme ich die andere Variante von Kuribo, wo er zwinkert. Da hat eine andere Hintergrundfarbe. Vielleicht hebt sich das ein bisschen besser ab. Aber alles in allem sieht es ja trotzdem gut aus.
Dann haben wir hier ein paar Zauberkarten. Hero Blitz in Ulti, Wunderfusion Ulti, Glückseisenachse in Ulti. Das ist so ein Kritikpunkt, den ich manchmal einfach bei Konami habe. Wir werden es dann sehen, wenn wir modernere Ordner anschauen. Zauber- und Fallenkarten sind wie ein Foto aus einem Anime-Film. Ja, das sind große, overdesignte Szenarien, meistens. Früher war es so, man hatte ein Objekt, auf das man sich fokussieren konnte. Hier den Schriftzug Hero, hier dieses Symbol, hier eine Axt. Und heute sieht man, also es hat bei GX schon angefangen, muss man fairerweise sagen. Es hat bei GX auch schon mit den Szenarien angefangen. Allerdings hat das sich noch nicht so krass, ich sag mal, also es war da noch nicht so heftig. Das halt fast bei jeder Karte so ist. Ne? Und heute siehst du, Monster A schlägt Monster B den Kopf ein und dann fliegt eine Kette weg und überall Blitze, Wolken, Berge, Hügel, Seen und Mond und du erkennst fast gar nichts. Ne? Du siehst bloß noch irgendeinen Farbbrei auf den Bildern. Das ist halt wirklich, es gibt ein paar, bei denen sieht das gut aus, will ich gar nicht mich darüber beschweren. Es gibt zum Beispiel von den Beschworenen diese Fallenkarte. Mega geil, das Artwork. Trotzdem es eben ein solches ist und aber bei den meisten ist es halt nicht hässlich, aber da fehlt dann einfach der Wiedererkennungswert und die Persönlichkeit im Artwork. Auf der rechten Seite haben wir, und das ist wirklich traurig, Leute, das ist wirklich traurig, ich habe hier zwei Phantomdrachen und ich habe die hier nicht, weil die halt übrig geblieben ist und die anderen 10.000 Playsets immer in Ordner sind, sondern ich habe von Himmelsplage in Windchill, oder wie die ausgesprochen wird, in Windchill, keine Ahnung, habe ich nur einen Ulti. In Superbass kann ich baden gehen, aber in Ulti habe ich nur einen. Wie traurig ist das denn? Ich habe 350.000 Karten, Leute. Mittlerweile natürlich wesentlich mehr. Alter, versteht ihr? Da läuft doch irgendwas schief. Darunter Himmelsplage, Norellas in Ulti. Die ging mal ein bisschen was, ich glaube 11, 12 Euro, weil die mal spielbar war. Ich weiß nicht, wie es aktuell ist. Von der Spielbarkeit her, versteht sich. Ob die jetzt noch irgendwo gespielt wird, keine Ahnung. Auf jeden Fall finde ich die Himmelsplagen geil. Und die Himmelsplagen erinnern mich so ein bisschen an die Dark Lords. Von der Farbgebung und vom Zeichenstil her. Und darunter Enrise. Oder Enrise, keine Ahnung, wie die aussieht. Enrise klingt, glaube ich, besser als Enrise. Da bin ich mir nicht so sicher bei den Dark Lords. Kleine Info am Rande übrigens. Ich bekomme nächste Woche von meinem zukünftigen TCG-Händler, wo es eigentlich erst ab 2020 losgeht, Junks Playground oder früher auch Goodyear, bekomme ich 1000 OCG-Karten. Was ich dafür bezahlt habe, ist noch nicht ganz sicher. Ich habe das ja schon gepostet. Ich bekomme es erstmal zugeschickt, schaue es mir an, mache ein Mega-Opening dazu, ein sehr langes Mega-Opening, vielleicht auch in mehrere Parts aufgeteilt. Und dann schaue ich mal, was man dafür bezahlen kann und dann werden wir uns sicher einigen. Es wird wunderbar. Er hat auch schon gesagt, dass da teures Zeug drin ist. Also ich glaube, das ist jetzt kein Riesenpaket voller japanischer Kamins und Rares und ein paar Holos drin, sondern das wird schon sehr mächtig werden. Dann haben wir hier weitere Ultis. Ihr seht alles Ulti heute. Das Einzige ist hier der Verdammungsschamane, der ist super ready. Gibt's aber auch ein Ulti, ne? Das ist der Wahnsinn. Auf jeden Fall oben Grabwächter, das Kommandant. Da habe ich auch mal einen gespendet bekommen. Darunter, das hier ist wieder Resterampe. Zweimal der antike Antriebsgolem in First aus The Lost Millennium in Ultimate Rare und einer in Ultra. Ich heb den mal raus, den einen, weil er einfach so Bombe aussieht. Ja, das ist er. Ein richtiges Schmuckstück. Da habe ich eine witzige Geschichte zu. Und zwar hat mir vor einigen Jahren Erik Hübner mal einen Ordner verkauft mit Karten, die halt alle so zwischen 1 und 15 Euro gingen. Und da war der dabei. Da habe ich gedacht, hä, das kann ja gar nicht sein. Geguckt, 150 Euro. Nicht 15, sondern 150 hat er damals gekostet. Mittlerweile ist er, glaube ich, ein bisschen weniger wert. Und das war halt, ja, da habe ich dann natürlich gesagt, jo, Pech gehabt. Na, also das war richtig, richtig plus auf jeden Fall. Wobei ich natürlich schon mehr bezahlt habe als 150, wesentlich mehr, aber es war auf jeden Fall schön. Dann haben wir hier unten die Dedekrähe. Alle First aus Storm of Neos. Auch sehr teuer sogar. Wer hätte es gedacht, Dedekrähe ist recht teuer aus dem Set. Dann wie gesagt oben Verdammungsschamane, Meistermönch, ne? Auch eine coole Karte aus The Lost Millennium. Dem ersten GX-Set sozusagen. Und darunter Wüstentwister. Wüstentwister übrigens relativ cool, etwas mehr wert als ich gedacht habe. Wenn ich mich recht entsinne, ja, also nur wenn ich mich recht entsinne, ging die, glaube ich, in Deutsch First 10er vom ersten deutschen Händler. Bin mir jetzt aber nicht mehr, kann auch eine andere Karte gewesen sein. Ja. Dann sehr cool, diese Doppelseite finde ich richtig geil. Wir haben hier 5-mal die verlockende Königin Level 7 in Ultimate Rare, 4-mal den Zombie-Meister in Super Rare. Dann hier oben noch 2 in Super und 1 in Ultimate Rare. Hier gehen die Grüße raus an Max Uelzin. Der hat mir die getradet gegen ein bisschen Stuff.
Und zu Max muss ich mal was sagen. Ja, ihr kennt ihn nicht, er ist euch kein Begriff. Aber der Junge ist fast 14 Jahre alt und der sammelt Preiskarten. Dem seine Sammlung geht, glaube ich, auch schon 4.000 Euro oder so. Ja, richtig. Also in dem Alter hätte ich von sowas nur träumen können. Also ja, ist natürlich alles sponsert bei Mami und Daddy, aber trotzdem geil. Also solche Eltern hätte ich auch gern gehabt. Dann den Schnellfeuer-Magiers Playset aus Elemental Energy. DDM, Meister der anderen Dimension. Auch ein Ulti aus Cybernetic Revolution. Ihr seht, so, das sind zum Beispiel so zwei Karten, wo ich sage, ja, es ist ja offensichtlich, oder? Also, die haben alles, was nicht nied- und nagelfest war, haben die als Ulti geprintet. Verdammungsschamane. Warum ist Verdammungsschamane Ultra? Der Super Rare Print hätte doch gereicht, oder Ultra? Dann hier auch richtig geil, Cyber Dark. Wir haben hier Cyber Finsternis Drache. 3 Stück in Ulti, 2 Stück in Ultra. Das ist auch wieder Resterampe, so wie die Finsternis Zacke. 2 in Ulti und die oberen und untere ist in Super Rare. Glaube ich, halt einfach zusammengepackt, was noch übrig war. Auf der anderen Seite die Ufo-Roids oder den Ufo-Roid-Kämpfer. Ist da genau das gleiche in Grün. Resterampe, 3 Stück Ulti, 2 Stück Ultra. 3 Ufo-Roids Ulti, eine Super. Ich habe noch mehr in Super, aber die wollte ich jetzt hier in den Ordner noch nicht reinhauen. Der Ordner ist übrigens noch nicht fertig. Es ist Platz drin. Also der Oldschool-Ordner, den ich letztens gemacht habe, der hatte, glaube ich, 26 Seiten eingelegt und war voll. Der muss irgendwie mehr Platz haben, weil ich bin schon über 26 Seiten, es passt immer noch was rein. Also, keine Ahnung. Sehen aber auf den ersten Blick von der Größe her absolut identisch aus. Dann kommen wir zu den normalen Elementalen. Und zu denen muss ich sagen, es gibt halt wirklich wenige normale Elementarhelden, die es optisch mit den Fusionen aufnehmen können. Die Fusionen sind der Hammer. Die sind so krank designt, die Fusionen, das ist der Burner. Und jeden Elementarhelden-Sammler, den ich kenne, der hat auf jeden Fall hauptsächlich Fusionen in seinem Ordner. Das ist noch ein relativ cooler aus FOTB. Das ist elementar halt Captain Gold. Der ist richtig cool. Elementar Bubbleman ist auch cool, aber halt auch fast nur dann, wenn er Alti ist. Hier ist jetzt das Super Reset. Dann haben wir hier Neo Weltraum Air Hummingbird. Das ist uns auch ein Begriff. Elemental Blade Edge auch cool. Der gehört wirklich zu den coolen. Ja, die wollte von den Elementalen wollte damals jeder haben, als der rauskam. In Ultimate Rare vor allen Dingen richtig geil. Stratos. Ich weiß nicht. Ich tue mich schwer, den optisch wirklich als Elementarhelden anzusehen. Und dann natürlich Necroshade. Necroshade habe ich ehrlich gesagt erst sehr spät kennengelernt. Ich wusste jahrelang nicht, dass es den überhaupt gibt. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass ich eines Besseren belehrt worden bin. Necroshade sieht auch ganz cool aus, muss man schon sagen. Und den gab es auch in der Serie, aber ich habe die Serie damals einfach nicht mehr so auf dem Schirm gehabt, sage ich jetzt mal. Ne? Ich war ja dann noch aus Yu-Gi-Oh! Draußen und ja. Als ich wieder eingestiegen bin, war das natürlich nicht mehr so präsent. Jetzt haben wir hier ein paar Lights vor und die habe ich ja komplett verpasst. Ich dachte lange Zeit, das seien 5Ds-Karten, aber nein, die sind tatsächlich dann so, ich glaube, gegen Mitte, Ende GX sind die rausgekommen. Ansonsten, also wenn die später oder früher noch rausgekommen sind, dann habe ich echt was verpasst, weil von denen habe ich noch nie vorher was gehört gehabt. Wir haben hier Jane, das ist auch von den zwei Seiten hier auch mein Lieblingslichtverpflichteter. Der kommt aus der Legendary Collection, Ultra Rare, richtig nice. Dann natürlich, klar, Wolf, Layla, oder Layla, dann Raikou, Arcus und Minerva. Muss man, glaube ich, nicht viel zu sagen. Ich habe hier bloß ein paar rein. Das ist, glaube ich, die einzige Doppelseite. Ich glaube, irgendwo müsste dann noch Celestia kommen, aber dazu später. Dann haben wir noch die Schicksalshelden, richtig cool. Hier ist wieder bunter Mischmasch. Wir haben hier oben 2 Stück aus dem Duelist Pack in Ultra, 3 Stück aus dem Duel Terminal, 5 Stück in Secret aus dem Rayello Mega Pack. Das ist Dual Terminal Rare, ja, für die, die es nicht kennen. Das Iverus Nick kam mit so einer Punktefolie drüber. Es ist optisch nicht sehr beeindruckend, aber war damals sauteuer. Das Playset, ich glaube 150 Euro hat das damals gekostet, die drei zusammen. Ja, da war die halt noch richtig krass spielbar. Dann Heldenorden, das ist zum Beispiel so eine Karte, seht ihr? Hier, das da bleibt noch im Kopf, oder? Das, sowas bleibt im Kopf, auch sowas hier zum Beispiel, ewige Furcht. Ja, mit diesem Gefängnisuhrturm und dem Mond mit dem großen D oder auch die Karte D-Time, die haben wir jetzt hier nicht. Aber auch solche Sachen sind halt richtig cool. Schönes Wortspiel und dann auch noch die Optik dazu. Optimal, echt optimal. Und wie gesagt, vor allen Dingen hier aus dem Ra Yellow Mega Pack finde ich persönlich, sieht er halt mega geil aus. Wäre halt schön, wenn auch der Secret-Effekt mal zu sehen ist. Sieht natürlich schlecht aus, aber gut. Auf jeden Fall mega nice. Wenn das Licht drauf fällt, da schillert's. Da haben wir eine wahnsinnige Folge. Weiter geht's mit dem schwarzen Horn des Himmels. 5-mal in Ultimate Rare, richtig, richtig schön. Aus Cyber Dark Impact. Das Pendant zum Horn des Himmels natürlich. Dann haben wir 4-mal Schicksalsheld Diamond Dude in Super Rare aus Destiny Soldiers.
Der musste einfach rein. Zum einen, weil es halt moderner Print ist. Ich wollte auch, wie gesagt, ein paar moderne drinnen haben. Und zum anderen, wenn ich mich... Also, da bin ich mir nicht sicher. Entweder den gab es als Rare und Ulti oder nur als Common. Ich weiß es aber nicht mehr. Ob ich den mit einem anderen verwechsel oder nicht. Und sicherheitshalber habe ich einfach mal den reingehauen. Weil ich habe jetzt... Also das, was hier drin ist, das habe ich aus alles aus 4 Tinboxen, die ich vorsortiert hatte. Und aus 2-3 Ordnern GX. Und ich habe ja insgesamt nochmal ungefähr 10-20 Tinboxen mit GX-Kram drin. Und ich wollte nicht alle durchsuchen, in der Hoffnung, dann irgendeinen High-Rare-Schicksalsheld Diamond Dude zu finden. Klar, ich hätte auch einfach auf Market gucken können. Ja, aber es war mitten in der Nacht, ich habe daran nicht gedacht. Ja, da war mein Hirn ausgeschalten. Und genau, dann haben wir auf der rechten Seite haben wir ein Playset Wächter der Ordnung. Das ist eine Secret aus LODT. Auch recht cool. Gibt es auch als Super Rare, dann den Versuchstiger. Das ist wieder so ein Mischmasch-Playset. Da haben wir hier zwei in Ulti, eine in Ultra Rare. Der war damals aus, also der ist erstmal Gladiators Assault. Und habe ich auch beide selber gezogen. Das gab es damals sogar als Video auf dem Kanal, bevor ich alles resettet hatte. Gab es auch Openings und wir hatten zweimal aus einem Display die Ulti. Und dann noch zweimal in Ulti. Das war das komischste Display ever, aber gut. Da war ich noch mit meinem Kollegen zusammen damals. Hab das mit dem zusammen gemacht. Und der war damals, als er halt frisch war, sag ich mal, sehr, sehr teuer, weil er spielstark war, der Versuchsticker. Hier unten haben wir jetzt Celestia, Lightsworn Angel. Ich habe auch noch ein paar Ultis von der, ich wollte aber eine Ultra nehmen. Warum, weiß ich ehrlich gesagt. Ja gut, weil ich hätte auch die Ulti nehmen können, aber es ist eh so gemischt hier. Weißt du, wenn jetzt alles Ulti gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich das Ulti-Set genommen noch, was übrig ist. Ich habe noch genau 3 Stück in Ulti über, die anderen sind in anderen Ordnern. Aber... Celestia ist halt einfach, ich zeige ihn auch nochmal gerne von nahem. Celestia ist einfach eine geile Karte. Das ist meiner Meinung nach die schönste Lightsworn-Karte, die es gibt. Also von den Effektmonstern. Ja, dann haben wir hier noch ein paar Super Rares. Ich wollte natürlich auch die etwas niedrigeren Raritäten oder den etwas niedrigeren Raritäten auch einen Platz gewähren in dem Ordner. Dann mal oben den Urmaterialdrachen. Aus Phantom Darkness, dann natürlich aus Shadow of Infinity, den göttlichen Drachen Exilion. Den gibt es wieder in Ulti. Mega Rock Dragon aus The Lost Millennium, auch in Ulti verfügbar. Kybernetischer Magier, die gibt es auch in Ulti. Das ist für mich die größte Random Super oder eine der größten Random Supers aus dieser Zeit. Oder hier Schicksalsheld Disc Commander, auch richtig. Den gibt es jetzt nicht in Ulti, soweit ich weiß zumindest. Ist aber ein cooler Schicksalsheld. Hat zwar für mich nicht wirklich viel mit dem Schicksalshelden zu tun, weil er halt eher so modern wirkt als düster und heldenmäßig und kriegermäßig. Aber er gehört halt doch dazu irgendwie und ja, ist halt so. Ne? Ich finde ihn halt einfach cool so von der Optik an sich. Hieracus Mix gibt es natürlich auch aus der Lost Millennium als Ultimate Rare. Klar, wenn wir uns gar nichts anderes einreden. Und dann geht es auf der nächsten Seite auch schon weiter. Hier haben wir was richtig, 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 richtig selten ist. Wir haben nämlich den Kristallungeheuer Topaz-Tiger in Ultimate. Und bei denen ist es so, ihr habt gerade gehört, wie viele Tinboxen ich voll habe. Und ich habe auch noch 2 andere volle Jax-Ordner und Vorsortierungsordner. Und ich habe nur 2 in Worten, in Zahlen auch, und die sind beide hier drin, 2 Topaz-Tiger in Ultimate. Diese Karte ist richtig selten. Klar, ich hätte sie mir sofort bei meinem Händler holen können, aber... die hatte ich nicht auf dem Schirm. Da waren andere Sachen, hatten Priorität zu dem Zeitpunkt. Und deswegen wollte ich die mir eher ertauschen oder in Sammlungen bekommen. Wie oft habe ich das Zeug, das ich zum Trade hatte, in Facebook-Gruppen gestellt und dann gesagt, Leute, ich suche den Topaz-Tiger. Die haben mir dann alle in Rare oder in Super Rare angebieten können. Also Carmen ist übrigens auch relativ selten, soweit ich weiß. Aber in Ulti, keine Chance, Leute. Keine Chance. Das ist nicht. War nicht drin. Ich habe 2 Stück in Ulti dann irgendwann mal bekommen. Aber naja. Dann haben wir hier noch 3 Stück in Super Rare. Und ist übrigens auch einer meiner Lieblingskristallungeheuer. Und 4-mal Kristallsegen. Hier auf jeden Fall auch nochmal Kristallungeheuer Saphir Pegasus. Einer aus dem Originalbooster in Ultra, 2 in Secret. Dann natürlich noch die Amethystkatze und hier unten Rubin Karfunkel. Dann hier richtig cool, 5-mal Federschuss in Ulti und den Schicksals-Enddrachen, wobei ich mich auch nicht erinnern kann, dass der jemals gespielt worden ist, Leute, ohne Witz. Kann mich nicht erinnern, dass der jemals irgendwie zu sehen war in der Serie, keine Ahnung, vielleicht habe ich das verdrängt. Auf jeden Fall Schicksals-Enddrachen ist so das Boss-Fusionsmonster, so wie es aussieht und finde ich cool. Wobei ich Schicksals halt Dreadmaster eher als Bossmonster bezeichnen würde, ja, so von der Serie her. Der ist mir im Kopf geblieben mit dem Gefängnis-Urturm, richtig cool. Hätte ich ja eigentlich auch reinmachen können, Gefängnis-Urturm in Ulti, aber ich fand halt irgendwie Federschuss so cool, ich wollte hier drin haben. Passt zwar eigentlich nicht zusammen, aber ist ja wurscht, das soll ja nur fürs Auge sein. Ja.
Genau, und dann haben wir hier den antiken Antriebsguide Schildron Drachen, natürlich aus dem Structure Deck. Und das antike Antriebsschloss. Gibt es übrigens auch in Ulti aus Japan. Sieht mega aus. Also nicht das Antriebsschloss, sondern den Schildron Drachen. Das antike Antriebsschloss gibt es auch bei uns als Ulti. Wer hätte es gedacht? Kam auch aus Shadow of Infinity. Oh, jetzt kommt aber die Sonne raus. Jetzt brutzelt es mir aber was weg hier. Genau, jetzt haben wir hier noch die 6 Samurai. Von denen habe ich tatsächlich mehr. Also habe ich ohne Ende. Ich wollte halt unbedingt hier die 5 Stück von jedem jeweils eins haben. Ich habe hier zwischendrin noch die hypnotische Kontrolle. Und ja, wir haben hier den Yaichi, wir haben Kamon, wir haben Yaritsa, Misashi und Iru. Und hier ist noch Zanji. Der ist übrigens witzigerweise hier. Danke an Erik Hübner. Der hat mir, glaube ich, 6 oder 7 Stück von denen als Bonus mal mitgegeben bei einem Einkauf. Und zwar sind jetzt der Hobby League ja, in Ultra Paradigm. Ja. Die anderen sind normal Ultra aus Ra Yellow Mega Pack und der ist halt eben dann aus dem Set. Dann hier zum Schluss war es nochmal richtig cool: 5-mal Chimera-Tech Überdrache in Ultra Rare, einmal Cyberdrache aus der Legendary Collection Ultra, ist halt Resterampe und ja, mein letztes Playset Cyberdrache in Super Rare aus dem Originalset Cybernetic Revolution. Die anderen sind halt wie gesagt in anderen Orten. Und ja. Wobei ich sagen muss, Cyberdrache habe ich aus meinem Vorsortierungsordner raus. Der ist in, also der in Ultra Rare, versteht sich, der ist noch keinem anderen Ordner, aber ich hatte halt nur noch die 3 hier in Super und eine Secret wollte ich da oben nicht reinklatschen, habe ich auch noch ein paar über. Das wäre einfach ein zu krasser Kontrast gewesen und deshalb habe ich dann eben den in Ultra aus dem Ordner gekramt. Muss ich mal gucken. Dann oben Chitonian Imperator Drachen, gibt es auch in Ulti, finde ich cool, dass den in Ulti gibt. Das ist eher so ein wertigeres Monster, sag ich mal. Kristallseher gibt es auch in Ulti, war mal sehr teuer, als er rauskam in Tactical Evolution. Mittlerweile halt nicht mehr so. Und den Blutflügel-Schmetterling, den es auch in Ultimate gibt, ist auch die dickste Random Super. Und zu guter Letzt hier hinten noch. Das hier sind noch Promos aus GX03 und GX04, Gehirnbrecher aus GX03. Und der verrückte Nachlader aus GX04 finde ich übrigens cool, die passen farblich so herrlich zusammen. Die musste ich einfach zusammenlegen. Ja, es musste einfach sein. Ist so. Das war es gewesen mit dem Ordner. Ich hoffe, euch hat die Sammlung gefallen. Als nächstes wird es dann wohl einen Arc 5 Binder geben. Und ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das fandet. Wie immer, ob es euch zu schnell oder zu langsam war. Und vor allen Dingen, was ich denn sonst noch machen soll. Lasst einfach mal hören, was wollt ihr in den Ordnern sehen. Schreibt es mir. Könnt es auch während der Premiere live im Chat schreiben. Oder, naja gut, die ist jetzt vorbei, hätte ich vielleicht am Anfang sagen sollen. Und wir sehen uns dann zu einer nächsten Folge Sammelkartencheck. Und bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif.